Bereits seit 2016 wird an dem neuen Skymarkt in Tinn umgebaut. Einen endgültigen Eröffnungstermin gibt es allerdings immer noch nicht, denn in den letzten Monaten passierte auf der Baustelle an der Kaltumer Landstraße nichts. Nun kommt doch wieder Bewegung in das Projekt. Es wird am Außenbereich gebaut. Der Rewe-Konzern ist natürlich daran interessiert, den rund 5000 Quadratmeter großen Supermarkt so schnell wie möglich zeitnah zu eröffnen.